Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play OMSI 2 der Omnibus Simulator. Heute mal wieder auf Felsheim fahren wir dieses Mal die Linie X1 mit dem GN2, der jetzt erschienen ist. Jetzt Sonntag oder so irgendwann. Und bevor wir jetzt lang fackeln, gehen wir mal aus dem Regen raus hier. Und starten den Karren mal. Wenn er denn starten will. Ah, sehr schön. Okay. Motor läuft. So. Das machen wir alles hier zu und Licht machen wir an. Und dann würde ich sagen, fahren wir los, ne? Sofern er denn genug Druckluft hat, natürlich. Was noch nicht der Fall zu sein scheint. Nee. Da müssen wir ein bisschen pumpen. Pumpen, wie so im Fitnessstudio. Wir pumpen jetzt. Der Bus pumpt jetzt. Ja, voll witzig. Da können wir schon mal schildern währenddessen. Linie 801. Der schildert jetzt wahrscheinlich nicht X1, ja, weil das ein Düsseldorfer ist. Ist halt keine Berliner Matrix. Expressbus, nein. Wir fahren zum ZOB. Zumindest den Hinweg. Den Rückweg fahren wir ja dann wieder hier hin. Und ich denke mal, für den Rückweg werde ich das gleiche, ich sag mal, Szenario benutzen. Aber den Bus wechseln. Also es wird ein Zwei-Part-Video. Es wird alles zusammenhängen. Es wird alles gleich aufgenommen. Nächste Haltestelle. Nur werde ich daraus... werde ich den Bus wechseln. So, Route 1. Nee, hallo. Quatsch. Route 2. Hallo. So, hier ist richtig. Wilhelmsthal Bahnhof. So. Dann melden wir uns mal hier an dem Almex Optima CL Touchdrucker an. Was ich eine ziemlich coole Sache finde, dass es den gibt. Mal gerade auf die Verspätung gucken. Nicht, dass. Ach, wir haben ja Abfahrtssignal. Glaube ich. Also hoffe ich. N2 hatten wir es ja immer. Als wärst du ja in Düsseldorf geblieben. Oder wärst, oder wie der Chakotay immer singt, wärst du Düsseldorf im Dorf geblieben. An sich, also der Tram-Düsseldorfer hat das ja jetzt als Open Beta veröffentlicht hier. Was an sich hier zum Beispiel, dieser leichte Rost, den er schon hat, an so manchen Stellen, hat er schon so ein paar Gebrauchsspuren. Oder hier ist er wirklich ganz fies angeeckt. Ich weiß nicht, wer das war, aber Hammer. Also man sieht an dem Bus schon ein paar Gebrauchsspuren. Leider nur sehr stark am Nachläufer und vorne leider so gut wie gar nichts. Beziehungsweise gar nichts. Aber es ist nicht so schlimm ist. Also letztendlich ist es ein cooles Fahrzeug. Gefällt mir. Finde ich ein Hammer, dass er den noch rausgehauen hat. Ein paar Fehler hat er natürlich, weil es ist halt eine Open Beta. Allerdings halten sie sich in Grenzen. Also für mich ist das so ein Bus von einem Beta-Status fast fertig Beta. So in der Art. Habe ich schon Verspätung? Ne, 17.18 fahre ich los. 17.18 unter Wasser. So, Linie 801 zum Felsheim ZOB. Stimmt so halbwegs. Jö. Na komm. Plus 0. Na komm. Na komm. Na komm. 17.18. Plus 0. Kein Abfahrtssignal. Oh. Schade. Ja, vielleicht ist das eine der Funktionen, die nicht funktionieren. Na, hier rausquetschen.
Er hat aber zum Beispiel, was ich finde, einen sehr schönen Sound bekommen. Also der Motor klingt für mich echt. Also mir gefällt's. Nächste Haltestelle, Wilhelmsthal, Kirche. Gut, Weiterschaltung hatte die Rheinbahner Weiterschaltung. Türsteuerung auch. Dritte Tür halt manuell. Quatsch, halt automatisch. Erste, zweite so. Einzige hat mir jetzt an dem Bus so ein bisschen nicht gefällt. Es sind so ein paar Textursachen wie hier das Gelenk oder hier oben das. Aber das ist alles kein Beinbruch. Im Großen und Ganzen ist das ein sehr schönes Fahrzeug. Gefällt mich sehr gut. Und mir würde noch besser gefallen, wenn diese Ampel hier grün würde. Gut, Haltestellenbremse mit Gasstoß hat er, ganz normal. Und der Drucker hier, der geht halt nur an, wenn man die Haltestellenbremse, wenn man die Haltestellenbremse drin hat. Weil das ein reines Kassensystem ist, da ist nichts von wegen Ibis, deswegen hat man ja auch das Siemens Ibis dabei, weil wir könnten ja jetzt sagen, ja Julian, du bist aber doof. Also Tram Düsseldorf, Julian, ne? Tram Düsseldorf, Julian, du bist aber doof, warum haust du den Bus raus, wo dein Ibis und so ein IMAX daneben ist? Wie sinnlos ist das denn? Ja, das scheint der Bus bei der Rheinbahn wohl so zu haben. Oder gehabt zu haben. Ich weiß ja nicht, ob die Dinger noch fahren. Aber mir persönlich gefällt der gut. Hä? Nächste Haltestelle, Badstraße. Es besteht Übergang zwischen den Linien 3, 6 und 9. Ich dachte, der hat Haltestellenbremsen. Ich dachte, der hat die Weiterschaltung nur, wenn die Tür offen war. Aber ich bin doch ein X-Bus. Also ich bin doch ein. Ne? Warte mal, der hat ja keine Haltestellen zurück, deswegen müssen wir nochmal umschildern hier. Und gucken hier. Schreib mal vor. Ah, Kirche, da halten wir aber trotzdem. Okay. Okay. Ich hab nichts gesagt. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Einmal normal, bitte. Das ist so ungewohnt, seine Haltestellenweiterschaltung zu haben, Dankeschön. Die bei Haltestellenbremse reingeht oder anschlägt, sag ich mal. Die ja wirklich damals zu OMSI 1 Zeiten war das ja wirklich Standard in OMSI. Das, wo es dann eine automatische Haltestellenweiterschaltung gab, hat man immer die mit der Haltestellenbremsen-Türfreigaben-Geschichte. Also da hat sie nie, da fahre ich jetzt noch drüber. Da hat sie nie wirklich so nächste Haltestelle, Badstraße. Die Weiterschaltung, dass du irgendwas anderes hattest, irgendwas automatisches. Das kam dann immer erst später mit der Zeit. Also mit der vom Busfahrer kam dann zum Beispiel irgendwann mal eine, die auf die Haltestellenwürfel mit den Haltestellenwürfeln funktioniert hat. Nicht X1, das ist gut. Wir fahren trotzdem mal hier hin. Da wir ja hier langs müssen wahrscheinlich. Aber es ist schön, dass er das drunter geschrieben hat mit dem Nicht so und so. Naja, da vollkommen üblich, sag ich mal. Und ja gut, mittlerweile hast du halt deine Haltestellenweiterschaltung, sprich wie du die hast bei Darius in den Bussen oder bei dem Almax. Mit dem, also beim Berliner Almax von Manu ist das Skript ja, glaube ich, wo der einfach erkennt, dass du an der Haltestelle bist und erkennt, wenn du vorbeigefahren bist und hast du nicht gesehen und das ja vollautomatisch alles abläuft. Hat man ja viel, ne? Die Leute, die erst mit OMSI 2 angefangen haben, die haben ja einen relativ addonreichen Start gehabt. Mit OMSI 1 hat sich das halt alles erst so entwickelt. Also Tram Düsseldorfer hat auch im Thread geschrieben, der Bus ist vielleicht nicht mehr so ganz auf dem Stand. Muss ich aber sagen, finde ich gar nicht. Also, ich finde das Ding. Gut, der N2, der war ja noch ein älterer Kamerad.
Wobei, der hat halt, der N2 hat halt auch hier so hier und da so ein paar Lücken, wo man sich so, also so ein paar Sachen, was jetzt Texturen und so angeht, wo man sich denkt, ja, mittlerweile ist das anders. Ich finde aber, der Bus hier kann schon durchaus mithalten. Was mir halt bei den N2s immer aufgefallen ist, vom Tram Düsseldorfer, ist, dass die zum Beispiel keine Türleuchten hatten. Oder haben, sag ich mal. Das hat mich immer ein bisschen gewundert, da fand ich immer ein bisschen suspekt. Allerdings ist das jetzt auch keine Sache, wo ich jetzt sagen müsste, find ich doof, mach weg. Ist halt einfach so, ja. Ne? Warte mal hier. Der Sound gefällt mir sehr gut. Muss ich sagen. Also muss ich nicht sagen, aber sage ich, weil ich möchte, weil mir das gefällt und deswegen muss ich. Eieiei. Heute haben wir ja komplett, also hier im Omsi ist ja komplett so das Wetter wie, oder der Tag so wie im Real Life. Im Real Life hast du heute, boah, da hat sie, könnte ich euch erzählen, doch. Werde ich jetzt auch tun. Haha. Heute war richtig krass. Also, du hast, musst dir so vorstellen, dass du da gesessen hast in der Uni und du guckst aus dem Fenster raus und siehst erstmal Regen, dann ist wieder Sonne, dann fängt es an zu gewittern, dann ist wieder Sonne, dann ist wieder Gewitter, dann fängt es nur an zu schneien, dann hast du wieder ein bisschen Ruhe und dann wird der Himmel wieder dunkel und dann geht es wieder weiter. Also heute ist richtiges Aprilwetter. Jetzt mal heute den Dienstag, den 26.04. Hoppala, ich hab's Licht ausgemacht. Wie kann ich nur? Also heute ist echt richtig brutal. Das habe ich auch echt selten erlebt, du. So, jetzt kommt dann auch wieder der Schnee. Ach komm, Kollege. Ich möchte auch nicht Verspätung haben. Es kommt heute wieder Schnee, wir haben jetzt fast Mai. Aber es fängt wieder an zu schneien. Ich hab gerade konzentrieren hier. Da musste ich mich jetzt mal gerade dran vorbei. Dingsen hier, ich habe einfach gedacht, die wollen beide nach links. Auch wenn der hintere das nicht wollte, aber das muss ja keiner wissen. Ne? Weiß keiner. Hat euch keiner gesagt. Habt ihr auch nicht gesehen. Auf jeden Fall halt richtig krass. So, und dann habe ich mich halt in den Bus gepflanzt auf dem Nachhauseweg jetzt. Und denk so, ja, krass hier, 20 nach 4, bist aber früh wieder zu Hause. Ist doch schön, also verhältnismäßig früh. Halt so früh wie ich zu Hause oder so wie ich zu Hause wäre, wenn ich jetzt arbeiten gehen würde. Ich mich so in den Bus gepflanzt, denke so, oh ja, geil, immer cool, easy. Und fahr genau zwei Haltestellen. Dann ist Stau. Beziehungsweise fahr eine Haltestelle, dann vorher um eine Kurve und dann war Stau. Machen wir gerade die automatischen Hintertüren an hier. So. Jetzt bekommen Sie Ihre Kurzstrecke, junge Frau. Bitteschön. Einmal normal, bitte. Na klar, bitteschön. Einen normalen Fahrschein, bitte. Natürlich, hier, bitteschön. Also wie gesagt, der Bus fährt eine oder zwei Haltestellen und dann war wirklich finito. Dann war echt aus. Wenn ich so gedacht hast, hä? What? Warum? Da war wirklich komplett Stau. Und der simple, einfache Grund, warum das so war, ist, weil jeder sich irgendwie ein Auto organisiert hat. Weil nämlich zum Beispiel unsere hochverehrte Verkehrsgesellschaft, weil gewisse Verkehrsgesellschaften, wie zum Beispiel hier der Bugestra, da haben gestreikt. Ich will nicht wieder in den... Oh nein, ich muss wieder in den Zoo. Bugestra, Essen, Düsseldorf, die haben ja jetzt alle heute gestreikt.
also heute dem 26. Und morgen am 27. streikt zum Beispiel die DSW. Finde ich gut, dass DSW und Bogestra nicht zusammen streiken, weil dann habe ich immerhin noch ein bisschen die Möglichkeit, vorwärts zu kommen und stehe nicht komplett im Dunkeln. Bin nur froh, dass die Bahn zum Beispiel nicht streikt. Weil sonst würde ich morgen nirgendwo hinkommen. Weil Bogestra schön und gut. Aber allzu weit komme ich damit auch nicht. Weil, die fährt halt nicht in die Richtung, weil ich bin halt im Dortmunder Stadtgebiet. Da fahren in so Randbezirken, fahren so ein paar Bogestra-Linien, aber das hilft mir ja nicht weiter, wenn ich weiter nach Dortmund rein möchte. Das da Regen ist ein bisschen blöd. So. Hallo. Dankeschön. Bitteschön. Einmal wieder Kurzstrecke. Bitteschön. Einen normalen Fahrschein. Bitteschön. Eine Kurzstrecke. Alter, aber ticketkauffreudige Menschen hier. So. Ja, ist halt nicht so witzig, so ein Streik. Aber ganz ehrlich, bei dem, was Busfahrer so verdienen, was Busfahrer über sich ergehen lassen müssen, was Busfahrer für einen Job haben, muss ich sagen, manche Busfahrer verdienen es. Sag ich mal, nein. Die Busfahrer, die verdienen definitiv mehr. Also, natürlich ist es immer blöd, wenn so ein Busfahrer zum Beispiel jetzt dann hier, ich sag mal, so ein bisschen rumnölt und immer sauer drauf ist und was weiß ich. Das ist natürlich kacke. Letztendlich geht natürlich. Nein. Sag mal, hast du Augen im Kopf, du Troller? Ne, die kann mich mal. Rammt die mich einfach? Sag mal, was geht denn? Also nein. Was ich jetzt nochmal sagen wollte. Also, ich finde, Busfahrer haben von ihrem Lohn her, ich weiß leider nicht, wie viel sie momentan verdienen, aber ich weiß auch, dass das nicht die Masse ist, die so ein Busfahrer da abstaubt. Und warum OBS machst du jetzt hier so Performance, hä? Was hast du denn? Das hat doch letztes Mal auch geklappt. Wie ist das Wetter? Ich hab das Wetter jetzt mal umgestellt. Scheint wohl doch viel berechnen zu müssen, das Wetter. Ja, dann machen wir jetzt mal nur Sturm. Ohne Regen. Einfach nur Wind. Der Regen kann ja auch nachlassen, so. Zum dritten Mal. Also, ich finde auf jeden Fall, ich weiß halt nicht den genauen Satz, den Busfahrer momentan verdienen. Allerdings, finde ich halt, dass auch Busfahrer da wirklich einen anspruchsvollen Job haben, weil sie haben ja wirklich Verantwortung für viele Fahrgäste, auch wenn sich nicht immer alle Busfahrer nach dem Motto benehmen. Allerdings, trotzdem ist halt die Verantwortung für die ganzen Fahrgäste schon eine größere und es ist auch kein angenehmer Job. Halt den Busfahrer als ne, Busfahrer zu sein. Deswegen kann ich verstehen, wenn sie da mehr Lohn haben wollen. Streik ist natürlich immer kacke, weil Streik ist halt, ja, wenn man drauf angewiesen ist, guckst du blöd in die Röhre. Da guckst du, das ist dann nicht so witzig. Aber da kann man dann letztendlich auch nichts machen, das ist dann halt so.